Die Kauderabwahl, das Thema des Tages in allen Zeitungen. Heute unser Pressegast Gordon Ripinski vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wir haben gerade die vielen Schlagzeilen gesehen. Gab es eine Lieblingsschlagzeile heute Morgen? Ja, abgewählt von der Taz, das trifft es ganz gut. Das war bestimmt nicht diese ganz normale Wahl, von der Andreas Scheuer eben gerade gesprochen hat. Das war tatsächlich eine Zäsur in Berlin. Und die Machtfrage von Angela Merkel stellt sich mehr denn je. Wir wollen mal in die Kommentierung einsteigen. Sie haben das auch getan für die Leipziger Volkszeitung und titeln da Kauderabwahl, das Ende einer politischen Schicksalsgemeinschaft. Und in dem Subtitel heißt es dann unter anderem, nun ist die nächste Generation unter Zugzwang. Wird es ihr gelingen? Gibt es die eigentlich schon so richtig? Sind die schon in den Startlöchern? Ja, da warten ja viele Politiker von Jens Spahn, Annegret Kramp-Karrenbauer, auch Carsten Linnemann, solche Leute. Und irgendwann wird der Punkt kommen, wenn die Merkel-Ära beendet ist, dann wird der Punkt kommen, da werden sie sich auch beweisen müssen, dann werden sie auch zeigen müssen, dass sie es tatsächlich besser kommen und besser können. Und an diesem Punkt nähern wir uns jetzt. Nico Fried von der Süddeutschen Zeitung kommentiert diese Sache mit einer Demütigung. Brinkhaus, sie könnte eine schwer zu steuernde Dynamik in Gang setzen. Merkel wird mit ihm nicht einfach weiter regieren können, als sei nichts geschehen. Und sie wird prüfen müssen, ob sie der Fraktion oder dem Bundestag insgesamt die Vertrauensfrage stellt. Vertrauensfrage glaube ich nicht. Das ist so ein bisschen Faust auf den Tisch hauen. Das ist eigentlich nicht das Merkel-Prinzip. Sie muss trotzdem etwas tun. Ich glaube, dass sie sich Gedanken machen muss, wie sie zum Beispiel die Parteispitze übergibt, um ihre Kanzlerschaft zu sichern. Ich kann mir vorstellen, dass das passiert und eventuell sogar früher, als wir bisher dachten. Aber sie ist ja eigentlich dazu gezwungen. Sie hat eigentlich die Fraktion nicht mehr hinter sich. Ja, sie muss etwas tun, um zu zeigen, dass sie das Signal verstanden hat, dass sie bereit ist, den Übergang zu gestalten. Aber wie gesagt, ich glaube eher, dass sie das auf der Parteiebene machen wird. Ist sie denn eine Lame Duck, so wie Jasper von Altenbockum in der FAZ kommentiert? Lame Duck ist ja eigentlich jemand, der etwas tun will, der handeln will und es nicht mehr so richtig kann. Merkel war eigentlich immer eher eine Politikerin, die moderiert hat und die auch in der letzten Zeit ja immer mehr gemerkt hat, dass sie Spielball zwischen den Kräften wurde. Also dieser Prozess verstärkt sich. Eine Zeitung fällt heute auf, nämlich die Frankfurter Rundschau, weil sie somit das einzige Blatt ist, das eben die Kauderabwahl nicht auf den Titel gehoben hat, sondern eben was anderes. Wir lesen, wir haben den Opfern nicht zugehört. Im Missbrauchsskandal räumt Kardinal Marx ein grundsätzliches Versagen der katholischen Kirche ein. Betroffene dringen auf Konsequenzen. Wie haben Sie das erlebt und wird es diese Konsequenzen wohl geben? Das ist erstmal ein erschütternder Bericht, eine Arbeit von mehreren Jahren. Aber da bleiben, glaube ich, zwei Fragen offen. Das erste ist, was ist eigentlich mit den vielen Akten, die nicht gesichtet werden konnten, weil sie verschwunden sind? Und zweitens eben, was sind wirklich die Konsequenzen? Ich glaube, da muss die katholische Kirche jetzt wirklich handeln. Und das kann auch nicht Kardinal Marx alleine machen. Das muss aus dem Vatikan geschehen. Ein letzter Kommentar vielleicht noch zu dieser Schlagzeile bei Spiegel Online. Trump erklärt der Welt, die Welt hat wieder geredet vor der UNO in New York. Ja, das war ein besonderer Moment, als er davon gesprochen hat, wie toll seine Präsidentschaft läuft und mitten in der UNO-Vollversammlung Gelächter ausbricht. Das hat die UNO, glaube ich, bisher auch noch nicht erlebt. Trump hat bei Obama mal gesagt, wir brauchen einen Präsidenten, über den die Welt nicht lacht, der nicht die USA zum Gespött macht. Jetzt ist er selber geworden. Dankeschön. Gordon Ripinski mit den Kommentierungen der heutigen Schlagzeilen und die Kauderabwahl und die Konsequenzen, die damit verbunden sein könnten. Später auch Top-Thema, unter anderem mit dem NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet. Dankeschön, Herr Ripinski.